öffne meine Augen und schaue hinauf zu einer Decke. Ich sitze auf einem Stuhl, kann mich nicht bewegen. Es fühlt sich an, als ob ein Gurt meinen Kopf in die Rückenlehne presst. Ich senke meinen Blick. Ich kann den Großteil des Gesichts eines anderen Mannes erkennen. Auch sein Kopf ist angebunden. Seine Augen bewegen sich schnell hin und her, die Zähne gefletscht, mit aller Kraft kämpfend, um sich von seinen Fesseln zu befreien. Ich versuchte es ebenfalls, obwohl ich wusste, dass es sinnlos war, aber das war mir egal. Der Stuhl ist an den Boden geschraubt. Er wird sich nicht bewegen. Der Mann ist ziemlich nahe bei mir. Wahrscheinlich könnten wir uns berühren, wenn wir uns bewegen könnten. Ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen wird. Hey, sage ich, weißt du, was hier los ist? Nein, ich bin schlafen gegangen und aufgewacht, gefesselt auf einem beschissenen Stuhl mit irgendeinem Arschloch vor mir, der in genau derselben beschissenen Situation ist wie ich. Dumme Frage. Kannst du irgendwas außer Mund und Augen bewegen? Er versuchte es noch einmal. Nur meine Finger und meine Zehen. Verdammt viel, also was ich machen kann. Okay, bemerke ich. Sieht so aus, als stecken wir hier fest, bis wer immer für das hier verantwortlich ist, das macht, was er vorhat. Wie heißt du? Mike. Ich bin Chuck. Ich bin neugierig auf diesen Mann. Warum ist er mit mir hier? Fällt dir irgendein Grund ein, warum du hier sein könntest? Hast du irgendjemandem wehgetan? Etwas gestohlen? Irgendetwas? Oh Mann, ich hab nie irgendwas getan! Heult er. Ein paar Strafzettel kassiert, das war's. Ich hätte gedacht, man bekommt mit, warum man gekidnappt wird, wenn sowas passiert. Ich wüsste auch nichts, sagte ich wahrheitsgemäß. Ich schaue ihn an. Überlege, ob ich ihn vielleicht kenne oder ihn schon mal irgendwo gesehen habe. Habe ich nicht. Kennen wir uns? Glaub nicht. Na gut, wir sind zwei unschuldige Fremde. Ich denke also, wir wurden zufällig ausgewählt. Sie nehmen die Erstbesten, die sie kriegen können. Aber wofür? Ich sehe mich so gut ich kann um. Die Decke ist hoch über unseren Köpfen. Und ich kann keine Wände erkennen. Ein Scheinwerfer über uns taucht die beiden Stühle in gleißendes Licht. Alles, was meine Finger spüren können, sind die Ecken der Armlehne. Ich kann nichts hören, außer meinen eigenen Atem und die verzweifelten Bewegungen meines Mitgefangenen. Was könnte uns hierher gebracht haben? Wird man uns foltern? Hat uns irgendeine psychische Kraft zusammengebracht? Wie auch immer die Antwort lautet, ich spüre, dass jemand sterben wird. Hoffentlich nicht ich. Scheiße, ich glaube, ich habe mich geschnitten. Was Hartes und Scharfes ist um meinen rechten Arm herum. Ich schaue wieder hinunter zu ihm. Es ist eine Qual, meine Augen so weit nach unten zu rollen. Er starrt mich an, voller Panik, den Mund weit offen und keuchend. Ich bewege meine Arme so gut es geht. Es fühlt sich an, als wäre ein Gurt um meinen linken Arm und ein Metallring um meinen rechten. Was zur Hölle? Was haben die vor? Ein lautes Rauschen, ohrenbetäubende Geräusche. Ein Lautsprecher knistert. Eine erschütternd laute Stimme. Guten Abend, meine Herren. Wie Sie ohne Zweifel bemerkt haben, wurden Sie während Ihrer Bewusstlosigkeit angebunden und sind jetzt Teil unseres kleinen Spiels. Zwischen Ihnen befindet sich ein Tisch. Auf diesem Tisch liegt eine Pistole. Bald werden die Fesseln um Ihre rechten Arme gelöst werden. Der Erste, der die Waffe erreicht und den anderen tötet, bleibt am Leben. Ein Mitarbeiter wird Ihnen eine Spritze geben. Sie werden einschlafen und als freier Mensch wieder aufwachen. Ihr Gegenüber wird dann entsorgt und Sie werden nie wieder belästigt. Sollte keiner von Ihnen innerhalb von 5 Minuten den anderen getötet haben, wird ein tödlicher elektrischer Stoß durch Ihre Stühle geleitet und Sie beide töten.
ziemlich schmerzvoll, um genau zu sein. Es ist besser für einen von ihnen zu leben, als dass beide sterben. Stille. Wir warten auf den Moment, in dem sich die Gurte lösen. Er kommt nicht. Was zum Teufel? Chuck! Ich glaube, wir müssen warten. Vielleicht wollen sie, dass wir den Mann kennen, den wir töten müssen. Ich will niemanden töten. Aber zum Teufel, ich will nicht sterben. Ich schrie ihn an. Hey, würdest du mich lieber töten oder selber sterben? Das ist die Frage. Ist dein Leben den Tod eines anderen wert? Könntest du dein eigenes Leben weiterleben in dem Wissen, dass du dafür ein anderes beendet hast? Nein, sagte er. Ich würde eher sterben, als jemanden zu töten. Aber noch lieber würde ich leben und niemanden töten. Geht mir genauso. Aber falls du nicht glaubst, dass wir uns in weniger als 5 Minuten mit nur einer Hand befreien können? Für einen Moment war er still. Dann flüsterte er. Ja? Was wäre, wenn wir es könnten? Was? Schrie ich. Woher sollen wir wissen, ob wir wirklich 5 Minuten haben? Wie soll ich dir vertrauen? Woher weiß ich, dass du nicht nach der Waffe greifst, während ich versuche, mich zu befreien? Wie ich schon gesagt habe, ich würde lieber sterben, als jemanden zu töten. Selbstmord ist besser als die Alternative. Ich denke, das ist der einzige Weg, nicht zum Mörder zu werden. Ich lächle, obwohl er mich nicht sehen kann. Ich vertraue dir und du kannst mir auch vertrauen. Das ist also unser Plan. Wir versuchen uns zu befreien und hoffen darauf, es rechtzeitig zu schaffen. Ich weiß, dass ich selbst nichts vom Tisch nehmen werde, bevor ich mich befreit habe. Und ich glaube wirklich nicht, dass Mike versuchen wird, mich zu töten. Ich beginne einen Plan zu schmieden, wie ich mich befreien könnte. Wäre es einfacher, den anderen Arm als erstes zu befreien? Würde ich meinen Arm sehen müssen, um ihn loszubinden? Wenn ja, müsste ich zuerst den Gurt um meinen Kopf loswerden. Aber würde ich das mit nur einer Hand schaffen? Ich entscheide einfach, meinem Instinkt zu folgen, wenn die Zeit gekommen ist. Es fühlt sich an, als wären 3 Fesseln an jeder Gliedmaße. Eine am Kopf, eine unter meinen Schultern und eine um meine Hüfte herum. Wenn man die am rechten Arm nicht mitzählt, wären das... Mike überlegte kurz. 12 Fesseln. Oder Gurte? Was auch immer. Ich bin mir sicher, wir haben genug Zeit. Wir warten. Und? Hast du eine Familie oder sowas, Chuck? Nein, nicht wirklich, sage ich. Meine Eltern wohnen in der Nähe und ich sehe sie hin und wieder. Ich habe ein paar Freunde, aber niemanden, der mir wirklich nahe steht. Und du? Ich habe eine Freundin und ein Kind und natürlich den Rest der Familie. Ich wünsche mir so sehr, dass ich zu ihnen zurück könnte. Ich habe gerade einen neuen Job bekommen und will bald ein eigenes Haus bauen. Alles lief so gut. Warum passiert mir das jetzt? Warum passiert das alles hier überhaupt? Warum sind diese Leute so besessen vom Tod? Das Leben von jemandem wie mir gegen das von jemandem wie ihm scheint nicht fair zu sein. Trotzdem will ich immer noch leben. Ich will ihn nicht töten, aber ich werde mich nicht opfern, damit er leben kann. Das Einzige, was jemand, der vernünftig ist, tun würde, ist unser Plan. Wir reden eine Zeit lang. Er erzählt mir, wo er aufgewachsen war, was er macht, um über die Runden zu kommen, wie er seine Freundin getroffen hat und darüber, wie wundervoll seine Tochter ist. Er beginnt zu schluchzen und er fängt an, mir leid zu tun. Ich erzähle alles über mich, Freunde, Schule, meine Pläne mit dem Leben. Wir reden weiter über die Leben, die wir wohl bald verlieren würden, bis wir es nicht mehr ertragen konnten. Dann warten wir wieder. Und es fühlt sich an wie Stunden voller Stille. Es passiert immer noch nichts. Mike fängt an zu schreien. Hey, kommt schon! Sollen wir etwa den ganzen Tag hier rumsitzen? Nur die Stille antwortete ihm. Mike strampelt auf seinem Stuhl so gut er kann. Ich will mein Kind wiedersehen! Ich will hier raus! Mike, entspann dich einfach. Denk daran, wie wir hier rauskommen können. Denk daran, deinen anderen Arm frei zu bekommen. Deinen Kopf, deine Brust, deine Beine.
In Ordnung. Okay, ich bin ruhig. Er sieht nicht ruhig aus. Wir warten weiter. Jedes Mal, wenn ich nach unten schaue, sieht Mike schlimmer aus. Ich versuche, mit ihm zu sprechen, ihn aus seinem Kopf rauszubekommen. Aber er antwortet nicht. Ich warte eine Weile, hoffend, dass wir uns beide aus diesem verrückten Spiel befreien konnten. Als ich ihn wieder anschaue, kommt es mir vor, als würden wir hier schon eine Ewigkeit liegen, ohne uns zu bewegen, über den Tisch schauend. Er begann zu murmeln, aber ich konnte ihn trotzdem verstehen. Wir denken bloß, dass wir hier rauskommen. Sie könnten uns eingeschlossen haben. Sie könnten uns töten, sobald wir den Raum verlassen. Ich weiß nicht einmal, wo wir sind. Wir könnten in der Mitte einer Wüste sein oder in der Antarktis, soweit ich weiß. Zum Teufel, da könnte jemand keine 6 Schritte von mir entfernt stehen und ich würde es nicht bemerken. Sie hätten die ganze Zeit zuhören können und kennen jetzt unseren Plan. Ich weiß nicht einmal wirklich, was mich hier hält. Vielleicht müssen sie mich hier rausschneiden und es ist unmöglich, das nur mit einer Hand zu schaffen. Jemand muss sterben und verdammt, das werde nicht ich sein. Mike, versuchte ich ihn zu beruhigen. Konzentrieren. Konzentriere dich darauf, hier rauszukommen. Niemand muss sterben. Ich weiß es. Du musst es auch wissen. 12 Fesseln. Das war's. Dann gehen wir raus und sind endlich frei. Klick. Die Metallfessel wurde geöffnet. Ich hebe meine Hand zum Kopf, um den ersten Gurt zu lösen. Ich sehe, wie Mikes Fingerspitzen den Tisch berühren. Ich weiß, dass ich nicht mehr gewinnen kann. Sorry, Chuck. Ich habe Familie. Ich habe mehr, wofür es wert ist zu leben, als du. Fick dich. Der Gurt auf meinem Kopf ist geöffnet. Ich schaue schnell nach unten. Seine Hand streicht über den Tisch bei dem Versuch, die Pistole zu finden. Sie ist nicht da. 5 Jahre, sage ich, während ich aufstehe, nach dem Stromschalter tastend. 5 Jahre voll unendlicher Variationen. Und jedes Mal greifen sie nach der Waffe.